Hallo Freund, jetzt zeige ich dir, wie man aus zwei Hoverboards einen sehr schnellen und starken Longboard bauen kann. Im Prinzip reicht hier auch ein Board aus. Ich bin immer noch sehr erstaunt, dass es nur mit Hinterantrieb fast jede Steigung ziehen kann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie viel das ist. Also, beginnen wir mit der Zerlegung von den Hoverboards. Wir bauen nur drei wichtigsten Komponenten aus. Controller, Akku und die Motoren. Diese Motoren haben immer noch einen riesen Potenzial nach oben. Vor allem jetzt kann man sie wegen den gesunkenen Preisen ziemlich billig kaufen. Damit wir später die Motoren an die Longboard-Achsen befestigen können, müssen wir die Stahlstreifen anschleifen und jeweils 8 Löcher bohren. Hier ist mir ein sehr dummer Fehler unterlaufen, deshalb musste ich die 32 Löcher nochmal bohren. Dummerweise lag der 8mm Bohrer auf dem 7mm Bohrer Platz. Wie ihr verstehen könnt, konnte der Gewindeschneider deshalb kein Gewinde schneiden. Nach einer kleinen Überlegungspause kam mir eine geniale Idee zu Sinn, dachte ich, die Löcher zuzuschweißen und mit der Flex wieder flach zu schleifen, um sie dann später wieder bohren zu können. Was ich aber nicht wusste, dass das Elektrodenstahl nach dem Schweißen wie gehärtet ist. Deshalb durfte ich den Bohrer beim Bohren zigmal neu schleifen. Aber wie ihr sehen könnt, ist die Befestigung dadurch nicht schwächer geworden. Mach mal Platz. Ich muss ja in die reinschauen. Die anderen sehen nichts. Unsere Viewer sehen nichts. Und Abonnenten, Menschen, Mitglieder, Computer, Menschen hinter dem Computer. Ich schraube seit 2 Minuten an einer Schraube irgendwie. Ja, beeil dich. Hoffentlich wird es dann nicht so bemerkbar, dass es schief steht. Bestimmt. Dieses Problem haben wir mit einer geraden, geflexten Rille gelöst. Zu guter Letzt werden die Stahlstreifen mit den Achsen zusammen verschweißt. Den Gasgriff selbst fertige ich aus einem Mehrschichtholzstiel an. Schneide es ab und setze einen Gashebel von einem E-Bike. Von den Vorteilen hat dieser Gashebel noch eine Voltanzeige. Ich hatte keinen zweiten Gashebel, deshalb hat mein Freund mit Hilfe eines Potentiometers noch einen Gashebel gebaut. Tief in der Nacht haben wir uns nicht davon abhalten können, das Longboard zu testen. Deswegen auch die super sichere Kabelhalterung. Am nächsten Tag, mit voller Sicherheit, habe ich dann auch die passenden Boxen für den Controller angefertigt. Mein Bandschleifer funktioniert immer noch. Wenn ihr sehen wollt, wie er gemacht wurde, könnt ihr ihn in der Infokarte oder in der Videobeschreibung finden.
Hier könnt ihr den maximalen Bremstest fühlen. Die Bremsstärke kann man auch mit einem Potentiometer einstellen. Das ist schon lustig. Rollen schon. Warte, deine Schulter muss stabilisieren. Es wackelt. Ja, komm, los. Jetzt. Auch jetzt können wir aufnehmen, wie wir sterben. Aber nicht zu schnell. Ah, lenk, du musst lenken. Wir müssen gleichzeitig lenken, warte. Oh, hier ist. Das schaffen wir. Bis ganz ich bekomme den Akku die ganze Zeit im Rücken. Insgesamt bin ich mit diesem Board sehr zufrieden. Die Reichweite kann man sehr stark erweitern, wenn man allerdings genug Geld dafür hat. Der Akku, mit dem wir gefahren sind, das war ein 48 Volt, 400 Wattstunden Akku. Mit dem bin ich einmal für den Test 10 Kilometer gefahren und es blieben ca. 40% übrig. Zu den Nachteilen. Das Board ist natürlich sehr, sehr schwer geworden. Aber wie ihr sehen könnt, kann man locker zu zweit darauf fahren. Zweitens stören mich die Kabeln von den Gashebeln. Deswegen würde ich eine Fernsteuerung benutzen, wenn ich das Board für den Alltag nutzen würde. Dieses Projekt habe ich zusammen mit meinem Freund gemacht. Elias hat auch seinen eigenen Kanal, schaut gerne bei ihm vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg bei euren eigenen Projekten. Also dann, bis dann. Neue Position. Jetzt steht oben. Nee, das geht nicht. Okay, die Bremse war nicht genug stark eingestellt. Ja, hier. Schön alles aufbiegen. Und als Witz daraus kippen. Also dann.